Und wir haben hier einen Stand bei der BIM, bei dem es viel zu gewinnen gibt. Wir sind Schüler des Fachgymnasiums an der BBS und uns macht es sehr viel Spaß, dort zu sein. Das Wichtige für uns war in diesen 3 Jahren diese Weiterentwicklung des Selbstbewusstseins. Die Schüler bzw. auch die Lehrer haben uns sehr viele Möglichkeiten gegeben, uns weiterzuentwickeln. Und das war uns eigentlich sehr wichtig, gerade in der Pubertät, wenn man 15, 16 ist und eigentlich gerade in das Erwachsenwerden so reinkommt, ist es sehr wichtig, unterstützt zu werden und vor allem gefördert zu werden. Und die Schule bietet uns das sehr gut. Denn es ist mittlerweile so, dass heute die Unternehmen, das sind über 70 Unternehmen mit über 68 Ausbildungsmöglichkeiten und Berufsbildern heute hier sind und sich um die Jugendlichen regelrecht reißen. Für welchen Ausbildungsberuf interessierst du dich? Polizistin. Und warst du schon bei den Ständen, die das auch anbieten, zum Beispiel die Bundespolizei? Na, ich war schon bei der Fachhochschule. Herr Usel, Sie stehen als Bundeswehr hin. Könnten Sie uns 3 Sätze zu der Karrieremöglichkeit junger Leute sagen, was vielleicht nicht so allgemein bekannt ist? Aber sehr gerne. Also, wir sind das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr in Halle. Wir bieten jungen Leuten hier auf der Messe am heutigen Tage die Möglichkeit, zivile und militärische Karrieremöglichkeiten bei der Bundeswehr kennenzulernen. Wir haben verschiedene Möglichkeiten von Berufsausbildung über Studiengänge und bieten auch Beratungsgespräche an, um den jungen Leuten die Möglichkeit zu geben, sich näher über das Berufsbild des Soldaten, aber auch im zivilen Bereich zu informieren. Ja, woher kommen Sie? Ich komme aus Mali. Aus Mali? Ja. Und wie alt sind Sie? Ich bin 36 Jahre alt, bin in Weißenfels seit 3 Jahren. Liebe ist in Deutschland auch. Ist auch Bau gelernt in meinem Land. Und was ist das Besondere an der Allianz? Ja, was ist das Besondere? Das Besondere sind die vielen verschiedenen Möglichkeiten bei der Allianz anzufangen. Wir haben halt wirklich für jeden, der ein Ziel im Kopf hat, einen schönen Weg. Ja, und die Mitarbeiter sind alle ganz freundlich und unsere Kunden sowieso. Herr Dr. Kunze, ich freue mich, dass ich Sie auf der Messe finde, die in Ihrer Stadt stattfindet, um es mal so auszudrücken. Was haben Sie für einen Eindruck? Sind Sie zufrieden mit der Veranstaltung? Die Berufsinformationsmesse findet ja schon seit einigen Jahren traditionsgemäß hier in diesem Hause statt. Ich kann nur optisch habe ich den Eindruck, dass noch mehr Betriebe sich heute hier beteiligen, was sicherlich für die Region ein guter Erfolg ist, aber eben auch sehr, sehr viele Zeitzeitbetriebe, die hier mit ihren Ausbildungsangeboten präsentieren. Kann man sich dran gewöhnen? Ja, könnte man sich dran gewöhnen. Ist niedlich, aber ganz schön schwer. Dann freuen wir uns ja drauf. Ja. Was ist denn die Silbitz Group? Was kann man sich darunter vorstellen? Die Silbitz Group ist eine Gießerei, in der Gussstücke, gerade hier am Standort Zeitz, bis zu 40 Tonnen Gussstückgewicht hergestellt werden. Wir sind eine Firma mit insgesamt über 1100 Mitarbeitern. Haben derzeit 61 Auszubildende und suchen für das Jahr 2016 wieder Gießereimechaniker, Elektroniker, Industriemechaniker und Werkstoffprüfer. Seid ihr das erste Mal heute hier? Ja, ich schon. Nein, ich bin schon das zweite Mal hier. Ich war letztes Jahr schon. Und wie gefällt es euch? Sagt mal euren Eindruck. Also ich finde es eigentlich informativ. Es ist auch gut, dass man hier mal so erfahren kann, was die Berufe so alles haben und was sie ausbilden. Und da kann man schon einiges herausfinden. Ja, ich fand es halt auch sehr informativ, vor allem halt so Berufe, die für mich interessant waren. Zum Beispiel vorne bei Total, MIPRAG, Bundeswehr und sowas, habe ich auch mich mit den Leuten sehr gut unterhalten und sie konnten mir auch sehr viel sagen. Bevor ich auf den heutigen Tag zu sprechen komme, 2 kurze Rückblicke. Die Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen in Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr mit Blick auf Ausbildungsbeginn 2015 noch mal ein Stück angewachsen gegenüber dem Vorjahr. Und das ist die gute Botschaft für die jungen Leute, die hier sind. Die Chance, im Burgenlandkreis einen Ausbildungsplatz zu bekommen, war nie größer in den letzten 25 Jahren als in diesem und damit auch im nächsten Jahr. Wir befinden uns hier am Stand des Jenaer Bildungszentrums, einer Tochtergesellschaft der Firmen Schott, Carl Zeiss, Jen Optik. Im Moment sieht man den Nils von der Firma Asphericon, wie er gerade eine Standlupe leppt, also optisch bearbeitet, um hier eine optische Wirksamkeit zu erzielen. Das zweite Projekt, was wir am Stand hier haben, ist ein mechatronisches System, auch ein Eigenbau aus unserem Haus. Hier kann man mal demonstrieren, was Elektronik, was Steuerung, Programmierung, aber auch Mechanik im Prinzip dann umsetzt. Also der dritte Berufszweig, den wir bei uns ausbilden,
ist der Industriemechaniker. Hier hat der Moritz mal Prüfungsstücke eines Industriemechanikers mitgebracht. Also das sind Teile, die man dann zur Prüfung anfertigt, um seinen Facharbeiterbrief abzulegen. Fein, ich treffe dich jetzt am Stand vom Krankenhaus und habe gesehen, die haben gerade was mit dir getan. Was haben sie denn gerade mit dir hier getan? Die haben meinen Blutzucker gemessen und der lag bei 5,7. Also ist es okay. Das ist ja fein. Und was sagst du zu der Messe hier? Na, bis jetzt finde ich es ganz okay. Ich bin jetzt also 9. Klasse, also zum ersten Mal hier und finde es bis jetzt eigentlich ganz cool. Ich begrüße auf der Bühne Herrn Professor Dr. Abicht vom ISW in Halle. Unser Landrat hat vorhin zur Eröffnung schon gesagt, wir haben hier auf der Messe 77 Firmen, also 77 Stände. Und die 77 Unternehmen aus dem Burgenlandkreis vertreten 68 Ausbildungsberufe. Und natürlich haben wir auch Ausbildungsberufe in der Pflege. Unsere beiden Kliniken, das Asklepios-Klinikum, aber auch das Klinikum Burgenlandkreis, suchen dringend Krankenpflegeplätze. Und unsere Vertreter der Altenheime suchen dringend Altenpflegeplätze. Und für welchen Ausbildungsberuf interessierst du dich besonders? Examinierter Altenpfleger. Warst du schon bei irgendwelchen Ständen hier, die das anbieten? Ja, ich war schon bei 4 Ständen. Also das freiwillige soziale Jahr ist eine wunderbare Überbrückungs- oder Orientierungsmöglichkeit nach der Schule. Das heißt, wenn man weiß, dass es vielleicht ungefähr in die soziale Richtung gehen soll, aber man noch nicht konkret weiß, wohin es gehen soll, kann man sich für Einsatzstellen in der Altenhilfe, in den Kindergärten, in Werkstätten für behinderte Menschen engagieren, freiwillig, und kann sozusagen Berufsleben hautnah erleben. Es ist eine Vollzeittätigkeit, sozialversicherungspflichtig, es wird ein Taschengeld bezahlt in Höhe von 300 Euro. Ich stehe hier vor einem herrlichen Stand, da steht drauf Traumjob und Sie haben eine ähnliche Farbe, tragen Sie. Erzählen Sie unseren Zuschauern, was der Traumjob eigentlich ist. Also bei mir bedeutet Traumjob, dass ich viel Abwechslung habe im Kaufland, dass ich tolle Mitarbeiter habe und viele Weiterbildungsmöglichkeiten mir ergeben werden. Hallo, Driblo ist mein Name. Ich sehe hinter euch die Martin-Luther-Universität, vertretet ihr. Was ist der besondere Reiz an dieser Universität? Ich finde, Halle ist einfach sehr gemütlich, sehr zentral, sehr viel erleben kann man da. Freizeit ist auch schön, kann man sehr viel machen halt. Also ich finde das Beste an unserer Uni, dass wir halt ganz viele Zweifach-Bachelor haben. Also man kann zwei Fächer kombinieren, die man beide gut findet und hat somit auch bessere Berufschancen irgendwann. Ja, ich finde Halle auch super zum Studieren. Das ist eine super Studentenstadt. Kurze Wege überall hin. 15 Minuten ist man mit dem Fahrrad eigentlich überall da. Gibt günstige Wohnungen, ganz wichtig als Student. Also super tolle Altbauwohnungen zu bewohnen für einen guten Preis. Und ja, auch die familiäre Atmosphäre an der Universität und die Betreuung in bestimmten Fächern ist super in Halle. Kann man empfehlen, dort zu studieren. Hallo liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Stand der Firma Pleitz GmbH und mir steht gegenüber der Herr Joser, Ausbilder in der Firma Pleitz. Und was bildet die Firma aus? Anlagenmechaniker in Heizung, Klima, Sanitär sowie Industriekaufleute. Ein Beruf mit Zukunft? Kann man sagen, ja, auf jeden Fall. Ja, das Mitteldeutsche Unternehmensnetzwerk Metall Elektro Kunststoff e.V. hat ja eine reichhaltige Berufsauswahl hier zu bieten. Wir haben 85 verschiedene Lehrstellen anzubieten in unterschiedlichen Variationen, unterschiedlichen Ausbildungsrichtungen. Es fängt bei Büroberufen an, über Metall, über Kunststoff, Beschichtungstechnik, Konstruktionsmechanik, Instandhaltungsmechanik, zur Spannungsmechanik, Bürokaufleute, Industriekaufleute, Lagerlogistik. Also alles, was das Herz begehrt, ist bei uns vorhanden. Und da sollte sich durchaus was für die Jugendlichen finden lassen. Die Unternehmen sind bereit, auch mal Probearbeiten durchzuführen, Praktika anzuführen. Und manchmal sollte man sich einfach mal ausprobieren, damit man weiß, was man will oder was man nicht will. Die Gelegenheit müssen wir natürlich nutzen, wenn wir den Herrn Starke als Geschäftsführer der Bildungsakademie Leuna jetzt hier bei uns auf der Messe haben. Vertritt er nämlich nicht nur ein Unternehmen, er vertritt auch nicht nur einen Ausbildungsplatz,
sondern er vertritt eine ganze Latte von verschiedensten Ausbildungsplätzen, also auch für zahlreiche Unternehmen aus dem Burgenlandkreis bildet er schon viele, viele Jahre sehr erfolgreich aus. Come on.